Hallo und herzlich willkommen zur Industrie Forward Expo. Mein Name ist Christian Filsbeck von Published Industry und die nächsten 30 Minuten haben wir ein sehr spannendes und auch hochaktuelles Thema, nämlich Aufschwung im Halbleitermarkt, standardisierte Tools für höhere Produktionskapazitäten bereitstellen. Wie das funktioniert in Zeiten des aktuellen Chipmangels, das wird uns mein heutiger Gast und zwar Simon Fischer. Er ist Produktmanager Embedded Modules bei Hilscher. Hallo Simon, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Christian, grüß dich. So viel von meiner Seite mal. Dann würde ich sagen, ziehe ich mich jetzt schon zurück und übergebe an dich, Simon. Die Bühne gehört dir. So, genau. Der Christian hat es ja schon mal erwähnt. Heute geht es speziell um das Thema Aufschwung im Halbleitermarkt und wie man mit standardisierten Tools dann auch zu einer höheren Produktionskapazität kommt. Ja, prinzipiell lässt sich auch sagen, dass wir ja, aktuell in der Halbleiterkrise noch stecken. Die Halbleiterkrise ist inzwischen allgegenwärtig und stellt die komplette Automatisierungsbranche vor eine riesige Herausforderung. Vom Chiphersteller über auch Maschinen- und Anlagenbauer bis hin zu Produktionsanlagenbetreibern sind die Auswirkungen eigentlich heutzutage überall spürbar. Ja, angefangen eigentlich mit Lieferschwierigkeiten bei einzelnen eher spezifischen Bauteilen bis hin dann zu einer Vielzahl an Komponenten, die schlichtweg heute einfach nicht mehr lieferbar sind. Und ja, ein einziges Bauteil kann schon dazu führen, dass die komplette Baugruppe nicht mehr produzierbar ist oder auch einfach sehr stark verzögert ist, was natürlich massive Auswirkungen hat. Und daher schauen wir uns heute einfach mal an, warum kam es überhaupt zu der Knappheit im Halbleitermarkt? Und ja, da ist ein Thema: die immer fortschreitende Digitalisierung. Die Branchenkenner bezeichnen die Digitalisierung inzwischen sogar schon als Megatrend. Wenn wir uns mal anschauen, das Smartphone kommuniziert mit der Haustür, die Uhr am Handgelenk, die misst unsere Herzfrequenz. Und ja, auch ein fester Arbeitsplatz ist im Prinzip heutzutage schon fast ja, eine Form der Vergangenheit. Laut einer Studie von PwC beträgt das durchschnittliche jährliche Wachstum in der Branche, auch Compound Annual Growth Rate, CAGR, der Halbleiterbranche 4,6%. Und in 2022 wird auch ein Umsatz von 575 Milliarden US-Dollar erwartet. Ja, ein weiterer Grund für die Halbleiterknappheit sind auch die immer wieder auftretenden Naturkatastrophen in den letzten Jahren. Ja, speziell im letzten Jahr kam es beispielsweise zu heftigen Schneestürmen in Austin bei Texas, was ja zu einem Stromausfall in der Produktionsanlage führte. Bei so einem Stromausfall ist es natürlich auch so, dass dann die ganzen Maschinen unkontrolliert herunterfahren und dadurch kommt es dann teilweise auch zu Beschädigungen an der Anlage. Ja, in dem Fall hat das Samsung, NXP und Infineon sehr stark zu spüren bekommen. Ja, und dann gab es immer noch weitere Naturkatastrophen, wie beispielsweise ein Großfeuer in Japan in der Renesas Fab oder auch erst Anfang von diesem Monat gab es einen weiteren Stromausfall durch ein Erdbeben in Taiwan, wobei dann die Werke von TSMC, UMC oder auch Foxconn betroffen waren. Ja, als wären es nicht schon genug Hindernisse, kamen dann noch diverse politische Spannungen hinzu, die Halbleiterproduktion einschränkte. Einerseits dann Sanktionen vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump gegen das Unternehmen Huawei, mit dem Ziel, dessen globalen Einfluss zu begrenzen. Ja, und das führte auch dazu, dass viele chinesische Anbieter dann den Markt aus Panik leer kauften. Ja, andererseits gibt es dann den leider immer noch andauernden Krieg von Russland in der Ukraine, der zu einer weiteren, ja, zu Rohstoffknappheit führt, was dann wieder die Halbleiterproduktion dann behindert. Russland ist in dem Fall einer der größten Hersteller von Edelgas, dem Edelgas Neon. Und das, ja, wird als Nebenprodukt von der Stahlproduktion gewonnen. Und das Gas wird in der Regel ja, in die Ukraine weitergeleitet und dort für den Export gereinigt, was in der aktuellen Situation natürlich nicht möglich ist. Ja, und dann kam auch noch Corona hinzu. Die Corona-Pandemie
hält uns ja über die letzten 2 Jahre, stellt uns vor große Probleme. Wir haben massive Versorgungsengpässe bei Rohstofflieferanten. Dann kamen noch Fehleinschätzungen der Automobilindustrie hinzu und auch diverse Produktionsstopps durch Lockdowns. Ja, all diese Gründe vereint haben nun also zur Folge, dass die Nachfrage an Halbleitern in den letzten Monaten eigentlich überproportional höher ist als das Angebot. Ja, und dann gucken wir uns doch mal an, wie die möglichen Schritte aus der Krise raus aussehen könnten. Ja, aus meiner Sicht gibt es da eigentlich 2 Ansatzpunkte. Zum einen muss die Politik dabei helfen, die Versorgungsengpässe zu reduzieren. Andererseits müssen aber auch vorhandene Produktionsstätten ausgebaut werden und gleichzeitig auch neue erschaffen werden. Ja, zu den politischen Maßnahmen hat sich die EU auf den sogenannten EU-Chips Act geeinigt, der im Prinzip besagt, dass in Zukunft Investitionen in einerseits Forschung und Entwicklung, in Steigerung von Produktionskapazitäten gesteckt werden soll. Hier zum Beispiel ist ein Wert von 20% des Weltmarktes bis 2030, das ist das Ziel der EU, diesen zu ergattern. Aktuell ist die EU bei ungefähr 10%, was im Prinzip dann für eine Verdopplung spricht. Wenn man aber noch davon ausgeht, dass sich der Bedarf an Halbleitern in den nächsten Jahrzehnten nochmal verdoppeln wird, muss die Produktion in der EU also praktisch vervierfacht werden. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist dann noch die Beseitigung des Halbleitermangels, des Fachkräftemangels und natürlich auch ein besseres Verständnis für die globale Halbleiterlieferkette. Das alles ist in dem EU-Chips Act einmal besiegelt worden und dementsprechend sollen auch Mittel zur Verfügung gestellt werden mit über 43 Milliarden Euro. Ja, und damit wären wir auch am zweiten Schritt, um aus der Krise zu kommen, und zwar dem Ausbau von Produktionsstätten. Aufgrund der extrem hohen Komplexität von der Halbleiterproduktion dauert ein Ausbau von vorhandenen Fertigungskapazitäten knapp 2 Jahre, kann man sagen, und im Neubau ungefähr 4 Jahre. Ja, und die meisten Fabs arbeiten bereits in Vollauslastung. Das bedeutet, auf die gestiegene Anfrage kann kurzfristig auch nicht reagiert werden. Ja, heute möchte ich Ihnen speziell vorstellen, wie neue Fertigungskapazitäten durch die Geräte der Halbleiterfertigung, also den sogenannten Tools, geschaffen werden können. Laut dem Unternehmen Beckhoff ist das Kommunikationsprotokoll EtherCAT der Weltstandard für die Halbleiterindustrie. Sie geben an, dass 12 der 13 führenden Hersteller von Waferfertigungsequipment inzwischen in ihren Maschinen und Anlagen auf EtherCAT setzen. Ja, für die Halbleiterindustrie hat dann die ETG, also die EtherCAT Technology Group, ein spezielles Profil definiert. Und zwar ist es das ETG 5003, das Semiconductor Device Profile. An dem Profil haben die größten Hersteller von Fertigungsmaschinen für die Halbleiterindustrie aktiv mitgearbeitet, also Unternehmen wie Applied Materials, Lam Research oder Tokyo Electron. Und dadurch haben sie auch sichergestellt, dass eine Art Interoperabilität zwischen den verschiedenen Geräten sichergestellt werden kann. Ja, der Standard teilt sich auf in 2 verschiedene Bereiche. Zum einen haben wir das Profil ETG 5003-1. Das ist das Common Device Profile, auch CDP in der Abkürzung genannt, in dem praktisch, wie der Name schon sagt, auch die allgemeinen Anforderungen und Funktionen definiert sind, die jedes Gerät integriert haben muss. Im zweiten Teil wird es dann deutlich spezifischer und da geht es dann wirklich um die einzelnen Geräte. Beispielsweise kann es dann ein Temperaturcontroller sein, und da die spezifischen Anforderungen
Temperaturcontroller wird dann beispielsweise für das Ätzen von Wafern benötigt, um da Temperaturabweichungen auch verhindern zu können. Ja, oder nehmen wir noch als anderes Beispiel eine Turbopumpe, wo einfach schnell drehende Rotoren den benötigten Druck erzeugen, um dann ein Vakuum herzustellen, um dann auch die extrem reinen Prozessbedingungen zu haben, die es für die Halbleiterproduktion benötigt. Ja, wenn wir uns an das Thema Echtzeitkommunikation anschauen, ist das Unternehmen Hilscher, bei dem ich als Produktmanager tätig bin, einer der größten der Branche. Daher möchte ich auch noch mal kurz darauf eingehen, wer Hilscher überhaupt ist und was wir auch anbieten. Ja, Hilscher definiert seine Aufgabe darin, seinen Kunden auf einfachste Weise industrielle Kommunikation auf dem neuesten Stand der Technik zu liefern. Hilscher ist ein mittelständiges Unternehmen, 1986 von Hans-Jürgen Hilscher gegründet und erwirtschaftet inzwischen ungefähr 57 Millionen Euro Umsatz im Jahr und verfügt über 350 Mitarbeiter. Der Hauptsitz ist in der Nähe von Frankfurt in Hattersheim am Main und das Unternehmen ist weiterhin familiengeführt mit Sebastian Hilscher als CEO. Die Kernkompetenz von Hilscher ist im Prinzip die Technologie, Entwicklung und Produktion von industriellen Kommunikationslösungen für die gesamte moderne Fabrikautomation. Ja, die Produkte reichen dann von PC-Karten, Embedded-Modulen und Gateways über auch spezielle Aufsteckmodule bis hin zu leistungsfähigen System-on-Chips mit den dazugehörigen Protokoll-Stacks. Ja, und zu dem Lösungsangebot gehören dann auch die Embedded-Module, die, ja, wie hier zu sehen, in vier verschiedenen Produktreihen verfügbar sind. Alle Module sind multiprotokollfähig. Das bedeutet im Prinzip, dass sie alle gängigen Feldbus- und Realtime-Ethernet-Schnittstellen haben, um dann auch diese Geräte in ein Automatisierungsgerät einzubinden. Ja, das kann beispielsweise ein Antrieb, eine Steuerung oder auch ein einfacher Sensor sein. Die Integration in die Hardware und dann schlussendlich auch die Anbindung an die Applikation erfolgt dann über den Gerätehersteller. Wenn wir uns mal angucken, der Fokus auf den Modulen liegt dann im Prinzip auf maximaler Leistung in einem sehr kompakten Format. Ja, dementsprechend bieten wir dann auch mehrere Ausprägungen an, um dann den spezifischen Anforderungen der einzelnen Feldgeräte auch schlussendlich gerecht zu werden. Mit unseren Modulen sind wir inzwischen seit über 25 Jahren am Markt und entwickeln sie auch immer weiter. Wenn wir uns jetzt mal das neueste Mitglied der Comics-Reihe angucken, sehen wir hier ein spezielles Modul für die Halbleiterindustrie. Das Comics ist ein auf Hilscher basierendes, also auf Hilscher-Technologie basierendes Produkt für alle führenden Industrieprotokolle. Das Modul hat einen Formfaktor von 70 mal 30 Millimetern und ist für eine Betriebsspannung von minus 20 bis plus 70 Grad ausgelegt. Betriebstemperatur, Betriebsspannung ist Standard 3,3 Volt. Das Modul wird praktisch nur auf eine Basisplatine gesteckt über den Connector auf der Unterseite. Und den sehen Sie hier, den Connector. Und dann links und rechts haben wir dann jeweils nochmal Metallbolzen, über die dann das Modul fest auf der Basisplatine verankert wird. Die Kommunikationsmodule von Hilscher kommen standardmäßig mit einer vorgeladenen Software. Das erspart dem Kunden einfach nochmal einen zusätzlichen Schritt in seiner Produktion. Ja, da das Comics dann auch über alle notwendigen Schnittstellen verfügt, ist im Prinzip, kann mit einem Basisdesign, können dann alle Realtime-Ethernet-Schnittstellen oder Realtime-Ethernet-Systeme realisiert werden. Das Besondere an diesem Modul
ist jetzt praktisch, dass wir zusätzlich 3 Drehkodierschalter implementiert haben auf dem Modul, um somit dem ETG-Standard 5003-1 konform zu sein. Mit den Drehkodierschaltern lässt sich dann auch eine explizite Geräte-ID einstellen. Und wobei das hilft, ist im Prinzip praktisch bei einem vertauschten Kabel, bei einer Installation von einem Gerät, um dann einfach eindeutig erkennen zu können, welches Gerät es ist. Ja, das Modul kommt in dem Fall vorgeladen mit einer EtherCAT Slave Firmware, welches auch natürlich auch den Anforderungen von dem Common Device Profile dient. Eingesetzt werden kann das Modul dann in jedem spezifischen Gerät, also in den Turbopumpen, in Massendurchflussreglern, Temperaturcontrollern oder Vakuumpumpen. Ja, und all diese Geräte oder auch Tools sind Bestandteil von Halbleiterfertigungsmaschinen und damit auch ein wichtiger Bestandteil, wenn es um den Ausbau und die Erweiterung von Halbleiterproduktionskapazitäten geht. Ja, und bevor wir dann sogar schon zum Ende des Vortrags kommen, würde ich Ihnen noch gern die Vorteile von Hilschers Comics-Lösung näher bringen. Zum einen werden die Kommunikationsmodule von Hilscher direkt am Hauptsitz in Hattersheim gefertigt. Wir haben langjährige Mitarbeiter mit massivem Know-how und können dadurch auch eine hohe Qualität der Module sicherstellen. Ja, außerdem profitiert das Unternehmen, also wir Hilscher, im Prinzip auch von der eigenen Chip-Entwicklung. Das heißt, alle Comics-Module basieren auf unserem eigenen Netzwerkprozessor, dem NetX. Und die NetX-Produktfamilie, die kombiniert im Prinzip Prozessoren und Software direkt aus einer Hand. Wir vernetzen so Geräte und Steuerung mit allen führenden Retime Ethernet Standards. Dadurch hat natürlich der Kunde auch Zugriff auf diverse Märkte und auch neue Märkte und kann so das Potenzial auf mehr Umsatz und auch eine höhere Sichtbarkeit generieren. Ja, außerdem führt dann noch die eigene Chip-Implementierung in unseren Modulen dazu, dass wir eine geringe Variantenvielfalt haben, was dann dem Kunden zugutekommt, indem er dann reduzierte Administrations- und Logistikkosten hat. Ja, und ebenso ist in der heutigen Zeit natürlich auch noch zu erwähnen, dass der Einsatz von eigener Chip-Technologie dann auch die Abhängigkeit von mehreren Lieferanten und somit auch das Risiko von Lieferengpässen reduziert. Ja, der NetX-Prozessor ist dann auch das Herzstück vieler weiterer Hilscher-Produkte und damit können dann auch alle Produkte mit den gleichen Schnittstellen, gleichen Treibern und den gleichen Tools ausgestattet werden. Egal welcher Formfaktor, welches Protokoll oder welche Hierarchie. Von daher zeigt es im Prinzip auch nochmal, dass Hilscher oder ein Hilscher-Produkt eine sichere Investition in die Zukunft ist. Ja, neben der Hardwareentwicklung haben wir natürlich auch ein eigenes Softwareentwicklungsteam, das zuständig ist, ein perfekt aufeinander abgestimmtes Portfolio aus Hardware und Software zu liefern. Und dem Kunden kommt es natürlich auch zugute, indem er von uns getestete, vorzertifizierte Stacks bekommt. Und dadurch die Zertifizierung natürlich deutlich erleichtert wird. Ja, und damit wären wir auch praktisch schon bei der letzten Folie des Vortrags. Wir haben gesehen, dass es viele Gründe für die momentane Halbleiterkrise gibt. Wenn wir uns eine mittelfristige Lösung anschauen, dann kann es nur besser werden, indem wir neue Produktionsstätten für die Halbleiterindustrie
aufbauen. Hilscher unterstützt dabei auch mit neuen Tools der Halbleiterfertigung. Und zwar haben wir da unser neues Comics-Modul im Portfolio. Ja, langfristig geht es dann eher darum, dass auch die Politik wieder mehr Einfluss nimmt, speziell wenn es dann um das Thema Lieferketten geht, der benötigten Materialien, aber auch um Abhängigkeiten der Fabs außerhalb der EU. Denn die Symbiose aus den aktuellen Lieferketten aus Europa, Amerika, Asien ist ein zentraler Punkt, was dann Aufgabe der Politik in nächster Zeit ist. Ja, und dann schauen wir, denke ich, auch wieder in eine glorreiche Zukunft in der Halbleiterindustrie. Und damit bedanke ich mich schon herzlich für eure Aufmerksamkeit und stehe natürlich für Fragen gerne zur Verfügung. Wunderbar, Simon. Vielen Dank für deine Einblicke in die Halbleiterproduktion, worauf es da ankommt, wo die Schwierigkeiten sind. Und ich starte auch gleich direkt in die erste Frage. Die zielt so ein bisschen in die Richtung, dass es eine sehr komplexe Thematik ist, Halbleiterfertigung. Die Frage ist, sind gerade Chiphersteller nicht schon hochgradig mit modernster Technik ausgestattet? Ist überhaupt noch Optimierungspotenzial vorhanden? Ja, natürlich. Wir als Hilscher sind natürlich auch in der Chip-Herstellung beteiligt. Wir entwickeln unsere eigenen Chips, die eigene NetX-Technologie, auf der unsere ganzen Produkte, Standardprodukte auch basieren. Die Chip-Hersteller, die dann momentan noch hauptsächlich in Asien sitzen, wenn wir uns den größten Hersteller TSMC anschauen, der aber immer noch weiter investiert, weil auch deren Fabriken aktuell am Limit sind. Sie optimieren ihre Prozesse, sie gucken, dass sie die Fertigung weiter ausbauen und auch neue Produktionsstätten in Zukunft anbieten. Beispielsweise, wenn wir jetzt speziell auf die deutsche Industrie gucken, Bosch baut jetzt nochmal eine neue Fab in Reutlingen, hat jetzt gerade erst einen Neubau in Dresden eröffnet oder auch der amerikanische Hersteller Intel, der jetzt ein neues Werk in Magdeburg eröffnen will und insgesamt 17 Milliarden Euro für zwei Werke da investieren will. Also da gibt es definitiv noch Möglichkeiten, die Produktion weiter zu steigern. Simon, eine Frage kommt gerade rein. Du hast schon geredet da über die Chipknappheit und ihr fertigt sie auch. Die Frage ist, soweit ich verstehe, greift Hilscher auch auf externe Fabs zu. Wie stellen Sie sicher, dass Ihr NetX-Prozessor verfügbar bleibt? Welche Maßnahmen haben Sie umgesetzt, um die Lieferfähigkeit Ihrer Kunden sicherzustellen? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Nicht nur Hilscher, also nicht nur andere Produkte, andere Hersteller, auch Hilscher ist natürlich auch von der Halbleiterknappheit betroffen. Dadurch, dass wir unseren eigenen Chips auch anbieten, konnten wir auch Vorkehrungen treffen, um lieferfähig zu bleiben. Natürlich spüren auch wir, dass wir nicht die Bedarfe bekommen bei unseren Chip-Lieferanten, die wir gerne hätten. Dennoch sind da auch immer wieder kreative Wege gefragt, um einfach lieferfähig zu bleiben in der heutigen Zeit. Dann kamen Fragen rein zu EtherCAT. Ich lese mal vor. EtherCAT ist im industriellen Bereich ja seit Jahren längst Standard, wenn es um Echtzeit geht. Warum wird im Halbleitermarkt das spezielle Common-Device-Profil 5003 benötigt? Ja, EtherCAT ist natürlich schon sehr lange im Markt verfügbar und ist auch eines der schnellsten Systeme im Markt und deswegen auch immer sehr gern gesehen, speziell auch in der Halbleiterindustrie. Das ETG-Profil, speziell das ETG 5003, hat natürlich auch zwei Besonderheiten, die wir jetzt auf unserem Modul zusätzlich unterstützen. Zum einen haben wir die drei Drehkodierschalter, die ich erwähnt hatte, mit integriert, mit der die explizite Geräte-ID eingestellt werden kann. Das hat zwei Vorteile dem Anwender. Einen indirekten, der eher für die Master-Anwendung möglich ist. Das ist das Thema Hot Connect.
Also das heißt, dass Geräte während des Betriebs aus dem Datenverkehr genommen werden können. Und dann kann natürlich im Falle eines Defekts im laufenden Betrieb das Gerät ausgetauscht werden. Dafür ist diese explizite Geräte-ID essentiell und wird auch ein Grund deswegen mit in dieser Norm vorgeschrieben. Der zweite Grund ist noch das Vermeiden von einem Kabeltausch während der Installation, um da mit einer expliziten ID auch wieder sicherzustellen, dass keine falschen Prozessdaten übermittelt werden. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage erstmal so weit. Genau, hier kleiner Zwischenwurf von mir. Liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen speziell noch haben im Nachgang an den Simon, wir haben die E-Mail-Adresse direkt unter dem Video frei verlinkt. Also keine Scheu, bombardieren Sie ihn zu mit neuen Fragen noch. Aber hier haben wir noch ein paar weitere Fragen hier und es geht auch zu dem Profil, Simon, und ich lese mal vor. ETG.503 wurde ja schon vor 10 Jahren vorgestellt. Was ist jetzt an Ihren Embedded-Modulen für die Chip-Branche neu? Sind gerade Profilanpassungen geplant? Profilanpassungen sind nicht geplant. Das speziell Neue ist jetzt aus Sicht von Hilscher, dass wir nun auch in die speziell den Halbleiterherstellern Arbeit abnehmen wollen und diese Profile schon auf unserem Gerät soweit vorbereiten, dass der Hersteller möglichst geringen Aufwand hat, dann auch schlussendlich seine Halbleiterfertigungsgeräte herzustellen. Man sieht aber auch inzwischen, wir hatten es von einem Zitat von Beckhoff gesehen, dass EtherCAT inzwischen auch praktisch Standard im Halbleitermarkt ist und jedes Gerät, was inzwischen auch dann in die in neuere Halbleiterfertigungsgeräte kommen oder eingesetzt werden soll, muss dann diesen Standard auch erfüllen. Und dementsprechend haben wir natürlich als Hilscher gesagt, wir möchten da ein Modul anbieten, das wir den Kunden direkt an die Hand geben können, um so Entwicklungszeit zu sparen. Da passt die Anschlussfrage, die reinkam. Wo liegen denn die technischen Herausforderungen, um meine Lösungen ETG 503 ready zu machen? Was müssen meine Geräte können? Zum einen hatte ich die Anforderung der Drehkodierschalter schon erwähnt, um die explizite Geräte-ID einzustellen. Das ist ein wesentlicher Faktor, um dieses Profil zu unterstützen. Ein zweiter Faktor ist dann noch, softwareseitig gesehen, ist, dass die EtherCAT-Firmware einen Requesting-ID-Mechanismus unterstützen muss. Das ist dann speziell für komplexere Slaves gedacht, wo dann auch eine Applikations-CPU mitverwendet wird, ähnlich wie beim COMEX. Ja, und dabei, da gehen wir jetzt schon mal ein bisschen in die Technik, da der schreibt der Slave seine explizite Geräte-ID praktisch in ein Statusregister und setzt dort ein Bit, um zu signalisieren, dass die ID geladen wird. Und der Master kann die ID dann anfordern, indem er wieder ein Bit in das Control-Register setzt. Das ist so eine Anforderung, dieses Requesting-ID, dieser Mechanismus, der zusätzlich angefordert wird in dieser Norm. Kommt dann eine Frage zu dem Drehkodierschalter rein. Ist diese Device-ID-Einstellung auch per Tool programmierbar? Wahrscheinlich ist da die Frage, oder ob das einfach vorgeschrieben ist von der Norm her mit den Drehkodierschaltern. Ja, also das ist tatsächlich explizit vorgeschrieben in der Norm. Sie können auch in der Norm dann nachlesen, wie die Drehkodierschalter angebracht werden sollen, senkrecht, horizontal. Das ist dann klar definiert in der Norm. Also per Software ist es dann nicht gewünscht. Auch eine spannende Frage ist, steht in der Halbleiterindustrie auch ein Switch auf EtherCAT 1G, 10G an? Ist ETG 503 dann eine Anpassung notwendig, wird gefragt? Das ist natürlich auch eine sehr spannende Frage. Da geht es dann natürlich wieder um das Thema Gigabit. Und speziell die Umstellung von 100 Mbit-Technologie auf Gigabit-Technologie, die wir natürlich auch jetzt sehen in Zukunft immer mehr, immer verbreiteter, auch in den diversen Branchen natürlich. Und
Auch hier muss man aber auch sagen, dass die Spezifikationen noch nicht zu 100% verabschiedet wurden. Als Hilscher entwickeln wir natürlich auch an eigenen Lösungen, um zukünftig auch die EtherCAT-Spezifikationen dafür zu erfüllen. Eine Frage ist noch das ein bisschen allgemein. An welchen Tools besteht in der Halbleiterfertigung aktuell denn der größte Mangel/Bedarf? Na gut, da müssten Sie jetzt wahrscheinlich eher noch einen Halbleiter-Fertigungslieferanten fragen. Als jemand, der eher aus der Chip-Entwicklung kommt. Mhm. Also da müssten wir noch mal tiefer eintauchen in die Materie und einfach schauen, wo da der aktuelle Bedarf liegt. Wunderbar, jetzt schau auf die Zeit, aber zwei Fragen kriegen wir noch rein. Eine Frage ist, was versteht man denn unter der kurz gezeigten Plattformstrategie von Hilscher? Ja, die Plattformstrategie ist im Prinzip so aufgebaut, dass alle Produkte, zumindest der Großteil der Produkte, die wir bei Hilscher anbieten, auf unserer eigenen NetX-Technologie basiert. Und das hat einfach den Vorteil, dass unsere Kunden dann von einer einfachen PC-Karte, die in einen IPC zum Beispiel gesteckt werden kann, über ein Embedded-Modul, wie jetzt hier gezeigt, bis hin zu einem eigenen Chip-Design. Da kann der Kunde die gleichen Tools verwenden, er arbeitet mit den gleichen Softwaren, die gleichen Treiber und auch die gleichen Programmierschnittstellen. Und dadurch reduzieren wir unseren Kunden natürlich auch die Entwicklungszeit, um sich mit der Technologie vertraut zu machen. Und der Kunde kann ein komplettes Produktportfolio bei sich aufbauen auf Basis von einer Technologie. Dann kriegen wir die letzte Frage noch rein. Was sind denn die Besonderheiten des COMX-Modul, außer dass es die Kommunikation bereitstellt? Ja, Kommunikation ist bei Hilscher generell und natürlich auch speziell bei unseren COMX-Kommunikationsmodulen großgeschrieben. Vorteil ist, dass wir wirklich Kommunikationsanbieter sind und hier multiprotokollfähig sind. Das heißt, wir können nicht nur den EtherCAT-Standard anbieten, sondern haben auch diverse weitere Protokolle im Portfolio, die sich alle mit einer Hardware realisieren lassen. Und softwareseitig wird dann entschieden, ob gerade ein EtherCAT-Protokoll geladen wird, ein Profinet, Ethernet-IP oder wie die alle anderen großen Anbieter da heißen. Ja. Wunderbar, Simon. Ich würde sagen, vielen Dank an dieser Stelle für die Beantwortung der Frage und für die spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast. Schön, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und an Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein. Und wie gesagt, wenn Sie noch weitere Fragen an den Simon haben, nutzen Sie die E-Mail-Adresse. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Freitag und bis bald. Auf Wiedersehen.